Hallo zusammen, zurück bei Biomutant. Ich habe jetzt beschlossen, wir retten dieses Dorf, was hier in Flammen stand. Gehen da einfach mal erstmal hin. Wobei, ich kann ja eigentlich hier schon dieses Pferd rufen und dann fahren wir hier raus. Also dieses tolle, bootartige Etwas. Das da. Zeit zum Glibbergleiten. Genau, Glibbergleiter. Der Name ist einfach zu niedlich. Der entfällt mir zu schnell. Genauso wie dieses Mecker-Ding. Da ist der Name nicht ganz so niedlich, aber trotzdem. Hier war ja dieses Dorf. Das, einen haben wir schon, scheinbar. Steht da zumindest. Ich weiß zwar nicht, wann wir den besiegt haben und wie, aber ja. Irgendwie haben wir das schon getan. Mir so gedacht, vielleicht nicht verkehrt, jetzt doch erstmal ein paar Nebenaufgaben zu machen. Das springt ja natürlich auf der anderen Seite ab. Bevor ich, muss ja natürlich nur noch treffen. Moment, also irgendwie gefällt mir das hier mit den Waffen nicht. Was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Schwert. Nehme ich das. Fein gewürfelt. Ich will jetzt nicht schwimmen gehen. Wohin du auch gehst, dir stehen harte Zeiten bevor. Guck mich mal hier um. Ich hatte doch irgendwas anderes. Stab des Jagdnistams. Ja, irgendwie. Hatte ich nicht irgendwo noch eine andere Klinge beim letzten Mal aufgehoben? Mir war so. So, da ist der. Ja, sprich mal mit mir. Meint, der Sifu habe sie hergeschickt, um gegen den gegnerischen Stamm zu kämpfen, der ihr Dorf heimsucht. Ist nicht sicher, wie lange das Dorf noch durchhalten wird, wenn das so weitergeht. Als wäre die Seuche, die das Land befällt und ihre Ernte zerstört, nicht schon genug, um das Dorf in die Knie zu zwingen. So wird die Fäule genannt, die seit dem Ende der alten Welt durch die Apokalypse das Land heimsucht. Der Sifu bat dich um Hilfe, also solltest du helfen. Wünscht sich, dass jemand wie du von Myriad-Blut nicht darauf aus wäre, die Lichter auszulöschen. Ihr seht euch später. Der Sifu bat dich um Hilfe. Also solltest du helfen. Verabschiedet sich von dir. Und auf einmal brennt's nicht mehr. Ich habe eine Säge gefunden. Ich muss dringend mal in so ein Lager, in so einen Außenposten. Da kann ich dann basteln und upgraden und alles Mögliche machen. Dem Morgen graut. Ach nee. Sammle Holz für das Dorf. Ja, dann machen wir das.
zwischendurch können wir hier noch schöne Sachen finden. Ist doch in Ordnung. Schöne Bambusbäumchen. Wer seid ihr? Sehr schön. Da liegen Holzreste für dich. Gut, dann bringen wir das mal zurück. Wird das Dorf im Handumdrehen aufgebaut? Tatsache. Hilft beim Zurechtschneiden des Holzes. Achso, nicht da oben, sondern hier. Und dann machen wir das mal. Sägen wir ein bisschen. So. Die Schatten werden von Minute zu Minute kürzer. Und einmal müssen wir noch. Und schon haben wir wieder das Dorf aufgebaut. Innerhalb von 5 Minuten oder weniger war alles erledigt. Kehre zum Stammesmitglied. Na, mal gucken, was er jetzt noch zu sagen hat. Hat keinen Zweifel, dass du das Vertrauen und die Unterstützung dieses Dorfes verdient hast. Taten sprechen lauter als Worte. Du hast gute Arbeit geleistet. Hat immer ein offenes Ohr. Du hast gute Arbeit geleistet. Ihr werdet euch wiedersehen. Yay, abgeschlossen. Haha. Und aufgestiegen. Aber ich will jetzt eigentlich noch nicht diesen Weltenfresser unbedingt machen. Der wäre ja hier. So. Was haben wir hier? Alte Weltwissen. Tafeln finden. Das Streben nach Piep-Piep. Ich glaube, das klingt witzig. Ein Luftwechsel. Fühlt sich nach Dämmerung an. Komm mal her, meine kleine Sniege. So. Und kurz gucken, hatte ich das hier schon synchronisiert? Weiß ja nicht, ist Assassin's Creed, das heißt ja hier nicht synchronisieren. Mal sehen. Dadurch, dass es hier so Open World ist, kann man ja wirklich machen, was man will, von der Reihenfolge her. Im Prinzip aber, ich denke mal, auch hier, wenn dann zu starke Gegner sind, sollte man vorher doch ein paar von diesen Nebenquests gemacht haben.
Achso, das wäre eine neue Nebenquest. Und man entdeckt die ja einfach nur dadurch, dass man hier dran vorbeiläuft. Die Nebenquests. Eine Kauferia. Vielleicht gibt es da drinnen noch etwas. War ich hier nicht schon? Ich kann ja mal gucken. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Also geh sorgsam mit ihr um. Die Schalter müssen anscheinend ausgerichtet sein, damit das Gerät sein Programm laden kann. Okay, hier ist noch eine Hilfe. Ah, hier draußen. Okay. Durchschuss. Kommt mal her, kommt mal her. Ein astraler Treffer. Machen hier wieder dieses Spiel. Wir laufen im Kreis und schießen auf euch. Der ist weg. Das nenne ich eine Fleischwunde. Na los, komm, lass dich mal vermöbeln. Da. Und befreit. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ist freudig überrascht, dass du dieses Desaster in einen Segen verwandeln willst. Das Licht strahlt auf ewig. Ja, gib ihm eine Pause von der Existenz. Beseitige das Licht. Das ist kein Rückschlag. Nur eine kurze Pause. Und was für ein Rückschlag. Völlig K.O. Das lässt sich noch zurechtbiegen. Ist geguckt bei den Psy-Kräften, wenn ich nämlich das nächste eigentlich... Ja, jetzt habe ich 6 Punkte. Aber hätte ich das andere, was ich da freigeschaltet hätte haben wollen... ging das nicht, weil ich nicht dunkel genug war. Schon doof, war. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wo wollte ich hin? Wo sind denn die Pieps? Hä? Die waren doch hier irgendwo. Finde ein Reittier. Na, dann gehen wir dahin. Wir haben doch eigentlich schon eins. Genieße den Tag. Wo ist die überhaupt? Jetzt haben wir nämlich unsere alte Quest überschrieben. Und die mit den Piep-Pieps. Das ist eine Zniege. Leichte Beute für Lupalupin. Für alle anderen ist sie das perfekte Reittier. Wenn du sie gut fütterst, gehorcht sie dir. Ja, deshalb konnten wir die Viecher noch nicht
Pips. Du hast eine Pip-Pflanze gefunden. Gleite drunter und sammle den Pipsamen. Ah, so geht's nicht. Wie ging denn das runtergleiten? Ah, doch, so mit alt. Geschafft. Ein neues Reittier. Tschüssi, kleine schwarze Zniege. Jetzt habe ich eine grau-blaue. Gefangenen-Schicksale besiegelt. Funkenbrutzler. Klingt auch interessant. Ich mache heute mal nur sowas. Ziegelstadt habe ich ja noch gar nicht so genau untersucht bisher. Die Welt ist voller Geheimnisse, die darauf warten, enthüllt zu werden. Stimme die Schalter aufeinander ab, damit es klappt. Essen ist fertig. Genau so funktioniert das. Und da war eine Jacke drin. Jo. Ding und fertig. Das ist zwar nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. Schöne Mütze. Ach, und dann haben wir jetzt den nächsten woanders. Hatte ich hier nicht mein Tierchen irgendwo abgestellt? Naja, wir können es ja rufen. Ach, die andere ist jetzt weg. Wir können nur eine Zniege haben. Oh, ein Klunker, Knister, was? Flauschi? Au! Boom, boom. Au! Der hilft halt mehr nicht. Der ist ja wieder einer mit Ausdauer hier. Komm mal her, Großer. Au. Au. Ja, auch zu hauen.
alles in Stücke. Da. Wieder leer. Na, genau reingerannt. Ach, schon wieder gleich reingerannt, ja. Toller Schuss. Ein Klunker Knisterflausch. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Das ist Na, jetzt haben wir ihn. So ein bisschen hat er Ähnlichkeit mit der Grinsekatze von Alice aus dem Wunderland, oder? Ist das ein Knisterflauschkack? Ja, okay. Vielleicht zum Düngen von irgendwas. Ziegel statt Tresorschlüssel. Das ist natürlich gut. Eine Geschichte muss immer weitergehen. Da wir ja schon, hier bei der Ziegelstadt sind, dann kann ich ja gleich zurück. Wenn wir jetzt keine Mikrowellen knacken, die kann man auch auf dem Weg dahin mal mitnehmen. Aber wenn wir hier jetzt gleich dieses Schloss quasi knacken können, ist das ja noch viel besser. Das ist hier gleich. Okay, so hier durch. Irgendwie muss sich dieses Schloss öffnen lassen. Na Mensch. Das ist ja super. Bomberjacke. Ja, und schon haben wir einiges, auch wenn nur Nebenquests, an Punkten bekommen und Aufgaben erledigt, Sachen gefunden, die man ja dann auch bei Händlern verkaufen kann. Die müssen ja nicht unbedingt mit rumgeschleppt werden. Du musst die Räder aufeinander abstimmen, damit der Kleidernesser drauf losdreht. Der Kleidernesser. Ja. Nur noch ein paar Versuche. Ja. Mach bloß nichts falsch. Du hast den Dreh raus. Ich hab einen Pömpel. Du musst den Tag nutzen. Es wird Zeit, loszulegen. Na, ich hab doch schon so viel erledigt. Also, ich weiß nicht, was der jetzt rummeckert. Da hinten wäre die nächste Mikrowelle. Da ist auch irgendwas. Die haben den hier gefangen, alles klar. Dann werdet ihr halt vermöbelt. Hack, hack! So, hat einer von euch irgendwas Nettes für mich? Ja, sieht nicht so aus. Dann holen wir den mal hier raus.
Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ist freudig überrascht, dass du dieses Desaster in einen Segen verwandeln willst. Komm ins Licht! Sehr gut, wehr dich! Sich wehren? Das ist bloß Zögern, mehr nicht! Red dir das nur ein! Gesteh mir nur diese eine Sache zu. Okay, Leute. Das war's für heute mit einem Haufen Nebenaufgaben. Und wie es weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.